Guten Tag und willkommen zu einem neuen Video oder besser gesagt zu einem Update rund um diese Ex-on-the-Beach-Thematik. Ich dachte, um das Thema mal wieder so ein bisschen schicker zu machen, weil ich das Gefühl habe, so vom Niveau sind wir langsam ganz unten angekommen, habe ich mich hier mal so ein bisschen schick gemacht, aber tatsächlich auch nur oben rum, denn untenrum habe ich eine kurze Hose an. Und heute geht es nochmal um diese Thematik, die Anastasia letztens ins Rollen gebracht hat. Da ging es ja um diese Situation mit Yassin, was quasi direkt nach den Dreharbeiten passiert ist. Es gibt eine News dazu. Es gibt eine sehr, sehr, sehr krasse News, die werde ich gleich am Anfang des Videos sagen. Und es gibt Victoria, die sich auch dazu geäußert hat. Und es gibt Anastasia, die auch nochmal etwas dazugefügt hat. So, ihr Lieben, willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute, ja, dem Anlass entsprechend gekleidet. Nein, leider nicht. Wenn es danach geht, müsste ich irgendwie wahrscheinlich gar nichts anhaben, um mich der Thematik anzupassen. Ich freue mich aber dennoch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, denn heute besprechen wir nochmal, was passiert ist oder besser gesagt, was jetzt noch andere Personen gesagt haben. Um ganz kurz und knapp zusammenzufassen, was passiert ist, werde ich jetzt nochmal sagen, ja, was passiert ist, ne? Ganz kurz. Nach den Dreharbeiten ging es im Hotel ab. Also Yassin hatte Spaß mit einer anderen Frau. Die Frau war eine Kandidatin aus dieser Staffel und ein anderer Mann war auch dabei. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, wer es ist. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, weil ich das einfach ehrlich gesagt ein bisschen unangemessen fand. Und Anastasia hat diese Sache gedroppt, nachdem der Yassin das im Podcast mit Carina so ein bisschen angesprochen hatte. Da ging es aber so ein bisschen darum, dass er auch Anastasia so ein bisschen in diese Fake-Richtung bezeichnet hat. Und ja, Anastasia hatte dann auch eine Tonaufnahme, die sie aber dann gelöscht hat unter Druck, um quasi beweisen zu wollen, dass da was war. Und ich weiß, dass viele von euch auch irgendwie gesagt haben, dass sie das gut finden. Und viele haben aber auch gesagt, dass sie das nicht so gut finden, weil es Anastasia ja eigentlich nichts angeht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das eigentlich schon schön finde, dass sie damit quasi in Anführungsstrichen beweisen wollte, was er gemacht hat. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, kurz vorher war er ja noch big in love mit Carina und wollte auf sie warten. Und das ist natürlich schon irgendwie, muss ich ehrlich sagen, strange, wenn man so bedenkt, dass er irgendwie aus diesem Format rausgeht. Und keine Ahnung, wenige Stunden später da High Life macht auf dieser Ebene mit einer anderen Person. Und der Witz an dieser Sache ist, während ich ja gerade schon wieder am Reden bin, ja, es ist sogar zweimal passiert. Anastasia hat nochmal gedroppt, dass es an diesem Tag zweimal passiert ist. Mit derselben Person, aber mit der weiblichen Person. Und die männliche Person war dann wohl eine andere. Genau, ist natürlich auf jeden Fall eine krasse Sache, wenn man so bedenkt, was er da, wie gesagt, für große Reden geschwungen hat in der Show. Und man sich dann jetzt irgendwie so denkt, Moment mal, war das irgendwie alles nur gespielt? War das fake? Hast du irgendwie doch kein Interesse gehabt an Carina? Aber ich finde, die Sachlage ist in der Sache ja eigentlich klar. So. Und dann hat man aber natürlich generell nochmal in Frage gestellt, ob diese Geschichte überhaupt echt war oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das Anastasia in jedem Fall geglaubt habe, weil ich sie in meinem Interview als eine Person kennengelernt habe, die jetzt eigentlich keinen Grund hat zu lügen oder sich Sachen auszudenken, weil sie ja auch gerade in diesem Kontext nichts davon hat. Das muss man ja auch einfach sagen. Und dann hat sich Victoria jetzt nochmal geäußert, die ja letztendlich diese Geschichte auf dieser Ebene auch so ein bisschen bestätigt hat. Und was Victoria dazu gesagt hat, das werde ich euch jetzt an dieser Stelle nochmal zeigen. Alle ja so brennend interessiert. Was ist in dem Hotel passiert nach der Ausstrahlung von Ex on the Beach? Ja, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wirklich, ab dem Moment, wo ich in die Lobby gekommen bin und mir da Person XY, möchte ich jetzt wirklich nicht sagen, weil keine Ahnung, was da los war, aber mir die Person entgegengerannt gekommen ist, ja, also wirklich in der Lobby. Ihr müsst euch denken, da sind andere Leute auch noch gewesen. Ne? Also die Person hat sich aus irgendeinem Grund ausgezogen, ist in der Lobby rumgerannt und ja, war lustig. Also wie gesagt, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema, was in dem Hotelzimmer so passiert ist, eben zu tun. Aber auf jeden Fall war ich in dem Hotel für die letzte Nacht, war ich mit einem Mädel im Zimmer. Ja, also musste mir das Zimmer mit einem Mädel teilen. Auf jeden Fall, ich war mit der Person, die bei dem beteiligt war, im Zimmer. Deswegen, ja. Also wenn ich was sage, Leute, ich werde keine Story machen, weil ich mir einfach denke, ich will ein paar Story-Views haben, sondern es hat schon alles seine Richtigkeit und alles, was ich sage, egal in welcher Story, sage ich nur, wenn ich mir sicher bin, ja. Okay, weiter geht's. Auf jeden Fall war ich da mit der Person im Zimmer eingeteilt, ne? Und wie gesagt, nach der Show war ich wirklich sehr ab. Und ich war einfach nur froh, dass sie da draußen war. Und ich habe mir gesagt, okay, jetzt bin ich einfach den ganzen Weg nach Mexiko geflogen, war nur 4 Stunden in der Show und so weiter und so fort. Ja, war einfach nur froh, wenn ich im Zimmer bin und wenn ich dann am nächsten Morgen einfach diese
30 Stunden Reise hinter mich bringe und einfach zu Hause bin und meinen Frieden habe, ja. So war mein Gedanke. Dementsprechend hatte ich halt natürlich auch überhaupt keinen Bock, jetzt noch irgendwie mit jemandem was zu machen, auch nicht mit den Leuten, die ich mochte, weil ich mir einfach nur dachte, hey, es war mir alles zu viel, ich will einfach nur meinen Frieden. Okay, bin aufs Zimmer gegangen, ja. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich war in dem Zimmer, habe meine Sachen ausgepackt, habe mich geduscht, habe mich abgeschminkt. Viele natürlich haben sich danach noch getroffen oder waren mit der Person im Zimmer, haben die Nacht mit der Person verbracht, mit der sie sich in der Villa gut verstanden haben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, meine Zimmerpartnerin ist halt nicht ins Zimmer gekommen, ja. Nicht, wo ich eingeschlafen bin, nicht, wo ich, keine Ahnung, in der Nacht mal aufgewacht bin, um auf mein Handy zu schauen, sondern erst irgendwann so um 4, 5 Uhr morgens. Und ja, im Nachhinein weiß sie dann auch warum. Also weil sie ja da bei dem besagten war. Und jetzt um die Teilnehmer zu veröffentlichen. Leute, I'm sorry, aber also irgendjemand muss es ja machen, ja. Und wenn es niemand macht, dann bin es halt ich. Okay. Ich war im Zimmer eingeteilt mit Bella, also die, die als letztens reingekommen ist. Ja, also ich war im Zimmer mit Bella, die halt nicht da war, weil sie woanders war. Und Anastasia und Beverly hatten ja die Tonaufnahme. Also das habt ihr alles wahrscheinlich schon in Anastasias Story gesehen. Wenn nicht, dann schaut euch bitte das Story-Highlight von Anastasia am Ende an, weil die hat es nämlich alles erklärt und alles erzählt, wie es war. Wie gesagt, ich habe es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, habe es nur gehört auf der Tonaufnahme von Anastasia, die ich gesehen habe, obwohl ja deutlich gesagt wurde, dass die Tonaufnahme sofort gelöscht werden sollte. Okay, ja Leute, also, wie gesagt, ihr wisst jetzt, wer es war. Ihr wisst, dass es passiert ist. Wie gesagt, ihr habt es mit meinen eigenen Augen gehört. Alles, was Anastasia gesagt hat, ihr habt es gehört. Hätte die Tonaufnahme, ich glaube, ihr würdet es auch noch veröffentlichen, sage ich ehrlich. Und ja, Leute, also ich habe dann beim Frühstück Beverly, Bella und Anastasia, wir waren beim Frühstück, gibt es auch noch ein Foto davon, also für diejenigen, die denken, ihr denkt mir hier was aus, ist alles genau so gewesen, wie ich es gesagt habe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es halt auch krass, dass man in der Show die ganze Zeit sagt, oh mein Gott, Carina und das Armbändchen, und dann flickt man noch das Armbändchen so zusammen für die schönen Schnittbilder und für die geilen Videos und so, damit man ja sich jetzt der Welt von einem besseren Licht zeigt. Aber dann halt das allererste, was man macht nach der Show, ist einfach, ja, das zu machen, was er gemacht hat. Und wenn man eine Person im Fernsehen toll findet oder wenn man die Person wirklich so toll findet, wie man die ganze Zeit beteuert und schwört und sagt, dann ist doch das Erste, was ich mache, wenn ich nach der Show rauskomme, die Person per FaceTime anzurufen und zu sagen, hey Baby, ich bin jetzt draußen, oh mein Gott, ich bin so happy, dass wir uns getroffen haben, wann treffen wir uns, hey, lass mal nach Flügen schauen, da, da, da. Und man geht nicht ins Zimmer und schiebt. Wie gesagt, nichts gegen niemanden. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ja. Schiebt mit den ersten Leuten, die man findet. Das macht man einfach nicht. Also, ja, ich finde, das zeigt halt einfach nur, dass die ganze Scheiße im Fernsehen gelogen war, dass dieses ganze Verliebtsein einfach nur Mittel zum Zweck war, dass Carina Mittel zum Zweck war. Ja, tut mir an der Stelle auch leid, weil ich denke mir halt so, wenn sie ihn wirklich mochte und wenn sie wirklich Gefühle für ihn hatte und dann einfach am nächsten Tag, beziehungsweise nach Ende der Show, wo man sich eigentlich denkt, hey, jetzt ist er endlich draußen, vielleicht sehen wir uns, solche Nachrichten bekommt, weil wie gesagt, es wurde eher mitgeteilt, ne? Dann finde ich das schon sehr hart. Also ich persönlich wäre schon verletzt, wenn ich sie gewesen wäre. Ja, so viel dazu. Ich finde eigentlich, dass das jetzt eigentlich auch inhaltlich irgendwie schon so, also ja, sie hat das natürlich mit so einem gewissen Humor beschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das, ich weiß gar nicht, ob ich das krass finde oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn ich so dran denke, dass ich jetzt schon was gesagt, junge Menschen, ne, Jasmin ist ja auch schon über 30, aber das gilt mal noch als jung, aber jetzt nicht mehr super jung. Wenn es darum geht, dass Menschen ihren Spaß haben, dann finde ich das irgendwie total okay und dann kann auch jeder mit jedem, das ist mir komplett egal, aber ich finde es halt in Anbetracht der Tatsache, dass vorher noch so big in love war und ich weiß, man lebt irgendwie in so einer Bubble, aber irgendwie finde ich es dann auch krass, wenn man irgendwie aus dieser Bubble rauskommt und in dem Moment, wo die Kamera aus ist, ist alles vorbei. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und ich finde auch,
dass es auf jeden Fall schon so ein bisschen image-schädigend ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Yasin vorher das mega krass gute Image hatte, aber es geht ja bei diesen ganzen Formaten irgendwie auch immer so ein bisschen um Glaubwürdigkeit, auch was zukünftige Formate betrifft, auch wenn er irgendwie gefühlt eh schon fast jedem war. Und vielleicht auch was Kooperationspartner betrifft. Also auch da ist gerade Glaubwürdigkeit auf jeden Fall ein sehr hohes Gut und letztendlich irgendwie auch sehr wichtig. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und da muss ich jetzt sagen, also ich hatte schon den Eindruck, dass er wirklich Bock auf Carina hat. Und wenn er jetzt, wenn es so gewesen wäre, dass es halt einfach nicht geklappt hätte, weil es halt einfach nicht geklappt hat, dann finde ich, ist das total okay. Aber unter den Umständen muss man sagen, sieht man ja einfach, dass es ihm egal ist, ja, was mit ihr ist. Auf jeden Fall hat Anastasia dieser ganzen Sache auch nochmal so ein bisschen was hinzugefügt und wollte es einfach nochmal so ein bisschen, nicht aus ihrer Perspektive erklären, aber einfach nochmal so ein bisschen ergänzen, weil sie ja wahrscheinlich auch mitbekommen hat, dass es da ja, wie gesagt, ein bisschen Kritik ihrerseits gab. Und was sie da gesagt hat, das zeige ich euch auch jetzt nochmal an dieser Stelle. Und übrigens, Leute, was ich auch noch sagen wollte und was mir auch noch mal eingefallen ist, boah, das ist so ein spicy Detail eigentlich, also super wichtig. Wir waren am nächsten Morgen, nachdem das alles passiert ist, zusammen frühstücken mit dem Mädchen, was mit den beiden hat. Und wir haben sie ausgefragt und sie hat uns alles bestätigt und hat auch gesagt, dass sie mit beiden hat, auch mit Yasin. Und auch, dass Yasin ihr gesagt hat, wenn du was sagst, dann kriegen wir Probleme. Also Leute, ich will ja nichts sagen, ne? Aber als ich das gehört habe, ich dachte mir so, ciao. Ich habe auch noch mal ein paar Kommentare durchgelesen und meine DMs, ein paar von meinen DMs zumindest, und vor allem auch festgestellt, dass viele Leute nicht verstehen, wieso ich das jetzt gerade öffentlich gepostet habe. Leute, ich hätte nicht mal ansatzweise irgendwas dazu erwähnt, ne? Aber wenn ein Yasin in einem Podcast anfängt, darüber zu reden und mich so darstellt, als hätte ich das grundlos gefilmt, was nicht stimmt, weil ich nur eine Tonaufnahme gemacht habe, und dann auch noch sagt, ich wäre nach dem Dreh eine komplett andere Person gewesen, also behauptet so gesagt, dass ich fake bin, dann werde ich halt meine Meinung dazu sagen und es sicherlich nicht so stehen lassen, nur damit er sich selber aus seinen Fehlern herausreden kann und andere dabei noch versucht irgendwie schlecht zu machen, um keine Ahnung von sich selbst abzulenken oder so. Ich weiß ja nicht, was das Ziel war, aber ich werde es halt dann nicht so stehen lassen im Raum und die Situation so erzählen und erklären, wie es wirklich war. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch, ich habe gar kein Problem damit, dass da irgendwer ein hatte. Finde ich voll cool, macht euer Ding, so habt euer Spaß, lebt euer Leben, den ihr wollt, aber dann seid halt auch ehrlich zu euren Mitmenschen, mit denen ihr das macht und vor allem klärt eure Grenzen bezogen auf andere Personen, wenn ihr irgendwie schon, ich sag mal, eine engere Bindung mit denen eingehen wollt, genau ab. Weil für mich kam das jetzt nicht so rüber, als wenn Carina damit cool gewesen wäre, wisst ihr, was ich meine? Wenn er da jetzt mit anderen noch hätte. Und es war eigentlich auch klar und deutlich, dass sie ihm gesagt hat, er soll sich jetzt einfach mal, ne, ein bisschen raffen und ihr zeigen, dass er sie wirklich will. Und das hat er einfach nicht getan. Und zu mir in der Show meinte er, er hat wirklich Interesse an ihr und dass er sie unbedingt will und nur sie. Und dann später hat er direkt einen Also, wisst ihr, das sind so Sachen, wo ich mir denke, warum? Dann lass es doch einfach sein. Verletz doch nicht die Gefühle anderer Menschen mit deinem Verhalten. So, an dem Punkt muss ich einfach sagen, es werden die Gefühle anderer Menschen überhaupt nicht ernst genommen. Und im Podcast da noch zu behaupten, man wurde ja gefilmt und zu Unrecht behandelt, so gesagt, in dem Sinne, weil man ja angeblich gar nichts falsch gemacht hätte. Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, ihr Lieben, jetzt seid ihr erstmal wieder im Bilde. Das war das kleine, aber feine Update von den beiden Damen zu dieser besagten Sache. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare und schreibt mir auch gerne mal, ob ihr auch eigentlich so ein bisschen schockiert darüber seid, dass es irgendwie zweimal stattgefunden hat. Also, wobei, eigentlich ist es dann auch schon wieder egal, ne? Weiß gar nicht. Aber irgendwie war das für mich so, wo ich so dachte, so, wow, krass. Also, Anastasia hat das sehr detailliert erzählt mit dem zweiten Mal. Das habe ich in dieser Situation ja nicht reingeschnitten, weil das irgendwie so krass war, dass ich so viel hätte piepsen müssen, dass ihr den Kontext gar nicht mehr verstanden hättet. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, ich erzähle euch einfach, dass das zweimal ist. Ich bin jetzt sehr gespannt auf euer Feedback. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.